Willkommen bei Benjamin Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Vollversion von Nine Child Street für euch. Schneidet euch an. New Game. Ah, schon mal direkt unangenehm, so mit Kindergeschrei. Also die Demo handelte ja davon irgendwie, das ist wie, was, hab ich keine Hand mehr? Richtig hier sehen? Die Demo handelte ja davon, dass wir ein kleiner, ich glaube 12-jähriger Junge sind oder 8-jähriger Junge, Nachbarsjunge, der in das Haus gegenüber gegangen ist, weil er da komische Geräusche gehört hat. Nachts. Was stimmt nicht mit dem Bengel, Alter. Und quasi auf so einen, ja, wie soll man sagen, auf einen Typen gestoßen ist, der halt Kinder entführt. Und das ist das Vollspiel jetzt. Das Fullgame dafür. Schön. Okay. Und wenn er schon sagt, where am I, dann bin ich wahrscheinlich einer der entführten Kinder. Ach, wir sind auch nicht besonders groß. Oh, yeah. Oh, und gleich raus. Und Game over. Vorbei. Schön. Ah, ist halt, ist hoch. Für so ein kleines Kind ist das wirklich hoch. Ich glaube, ein Erwachsener wäre jetzt rausgesprungen. Oh, what is in the box? Too high. I need to find a rope. Okay, aber klar, wir brauchen ein Seil. Ich würde auch eine Taschenlampe oder irgendwas haben. Oh Gott. Und der NVBA ist wirklich... Ah, der macht so miese Spiele irgendwie. Die sind so verdammt gut... Okay, the door ist was? The door ist blocked? Okay, hier haben wir schon mal ein Rope. Aber wir brauchen irgend... Oh, ach nee, die Taschentücher. Ich dachte, es ist so eine Einweg... Also so Einweghandtücher. Handtücher, Quatsch. Einweghandschuhe. Eine Box. So, wir müssen irgendwie das Seil durchbekommen. Entweder durchbrennen oder... Oh, guck mal, ihr habt noch ein paar Fleischbällchen für uns. Schön. Das ist aber ein netter Entführer. So, haben wir irgendetwas... Aha, okay. Hier haben wir eine Heckenschere. Wunderbar. Und eine Hand. Jetzt muss ich mal kurz auf den Schatten gucken, ob wir noch... Nein, wir haben keine Hand mehr. Alter, er hat uns die Hand abgeschnitten. Wir sind ein Kind, was keine Hand mehr hat. Er hat uns die rechte Hand abgeschnitten, Alter. Was ist... Ach Gott. Jetzt, also nur, damit ihr mal eine Dimension davon bekommt, was das hier für ein Spiel wird. Ja? Explore the house in search of a rope. Oh, klar. Oh, what is my favorite toy doing here? Ja, das ist... Oh nein, der blinkt. Da ist eine Kamera drin. Nein, der heißt, er hat uns gesehen? Oh Gott. Oh, so ein Schrank mitten im Raum. Ist da einer drin? Ich will den Schrank nicht aufmachen. Und hier hat er seine Opfer ausgespäht. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Ich versuche mal wirklich die Bierflaschen jetzt nicht umzukicken. Oh, guck mal, ey. Was sind wir? Sind wir 8, 9, 10 Jahre alt oder was? Älter können wir noch nicht sein. Okay, die Treppe ist versperrt. There's a rope behind the door that I can't open with the picklock. Okay, alles klar, wir brauchen einen... Was habe ich verpasst? Jojo, wir sind ein kleiner Junge und wurden hier eingesperrt. Und der Typ hat unsere Hand abgehackt. Abgeschnitten, sonst irgendwas. Wir sind ein kleiner Junge. Und das ist das Full Game von Nine Child Street. Okay, hier haben wir das Seil. Aber wir brauchen einen Dietrich, um da reinzukommen. Oh Gott. Oh Gott, ist das ein fürchterliches Bild. Ist das fürchterlich? Sind das fürchterliche Bilder? Aber was klackt und klimpert denn hier so rum?
Jetzt muss man sagen, dass dieser NVBA extrem krass mit Sound spielt. Also soweit in den vorigen Games. Leg mal's mal aus. What? Kann ich sterben? Kann ich irgendwie gefangen werden? Oh Gott. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Panik. Hey. Clip. Can't be used as a lockpick. Oh, schön. Das ist ja cool. Alles klar, wir haben ein Dietrich. The only in the house. It's better not to make... Okay, alles... Ja, schön. Ja, wir sollten also keinen Lärm machen. Oh. Kann ich eigentlich so lehnen oder irgendwas? Nee. Oh. Ach, oh, so schön. So prominent ausgeleuchtet hier. Schön. Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, schnell los, Verpissung. Oh, oh Gott. Ey, wir haben nur eine Hand. Ich könnte das noch nicht mal mit zwei Händen. Junge. Jetzt hier gut, steh auf, komm. Oh, also das war schon wirklich ein mies gesetzter Jumpscare. Oh, direkt unangenehm. Nein, jetzt spielen wir den kleinen People. Nein. Oh Gott. Everyone thinks my neighbor is missing. Not me. Nein, da war ein Junge. Da war ein Junge. But I saw lights on. I saw the silhouette of a man. There's a hole in the fence through which I've... Yeah. Alles klar. I will put an end to this misery. Okay, also wir sind halt einfach der krasseste kleine Motherfucker irgendwie, der hier in der Hütte wohnt. In der ganzen Hood. Und wir gehen jetzt darüber in das Misery House irgendwie, weil wir halt einfach denken, okay, alles klar. Also Geschichten erzählen irgendwie, dass da Kinder entführt werden und verschwinden. Wie gehen wir rüber? Hi Mom, hi Dad. If you're reading this, I'll go. Schön, schön. Ja, wenn ihr das lest, ich gehe mal rüber zu dem gruseligen Haus, zu dem Fremdartigen. I keep talking about, von dem ich gesprochen habe. You saw those pictures you didn't want to see, scold me, forbade me to go there. Okay, ja, ja. Du hast die Bilder gesehen, die ich nicht sehen sollte, oder sowas in der Richtung. Und ich habe mir verboten, darüber zu gehen. So I had to go there at night secretly from you. Also bin ich halt nachts rübergegangen, versteckt vor euch. Also heimlich, habe ich das verheimlicht. I just want to quench my curiosity and stop thinking about those house all the time. Okay, alles klar. I want to quench my curiosity. Oder whatever. Er will halt einfach nicht dran denken weiter irgendwie an dieses blöde Haus. Ich liebe euch, Armin. Wir sind Armin. Das ist auch ein schöner Name, Armin. Oh, schön. Ah, wunderbar. Schön, schön. Song 800% langsamer abgespielt. Das sind immer die geilsten Songs. So kann man irgendwas mitnehmen hier. Oh. Oh. Oh Gott. Super Army. Danke, Mom und Dad. Sind voll stolz. Absolut. Die werden sich freuen, unsere Finn. Ach, guck mal, hier ist mein kleines Redboard hier. Parents are asleep. Eltern schlafen, ich kletter lieber aus dem Fenster. First I need to take a cap. Ja, okay, alle. Gut. Er braucht erstmal sein Cap, seinen Rucksack und seinen Hasen. Klar. Cap. Check. Rucksack? Check. Und wo ist mein Rabbit?
Hasi? Wo ist mein Hasi? Oh, ist das so für ein süßes Flugzeug da oben. Das ist ja schön. Aber hier mal schön erstmal eine Sony Alpha 6400 dazu stehen. Kann man machen. Kann man machen. Ach, hier ist er. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie das Ding, wie die Kamera. Ne? The Bunny Boss. Ah, die Texte sind schon schnell weg. Muss ich mal sagen. So nun. Kann ich. Ist der Tor? Also normalerweise muss man durchs Tor kommen. Close, but the back door must be open. Ach da, da ist offen. Okay. So, kann man hier noch was mitnehmen? Eine Taschenlampe. Nice. Schön. Ja, das soll man wenigstens noch einen Hammer mitnehmen oder irgendwas. Muss man eine schöne weiße Schere. Duct Tape wäre auch geil. So, Licht mit F. So, sehr verräterisch. Und wir wohnen noch mitten im Wald. Oh. Wurmeln Kinder wirklich so beim Gehen? Ja. Weil sie die pädagogischen Schuhe tragen. I need to get into the house. Okay. Ah, oh, und wir haben wieder eine dieser Taschenlampen, die halt einfach mal nur 3 Meter gehen. So, wenn ich mich recht entsinne, war hier hinten nämlich ein Loch im Zaun. Ja, schön. So, ich liebe zu bedenken, dass ich nicht crouche gerade. Ich hocke nicht. Ja? Das Gras ist also, könnte mal gemäht werden hier. Okay, kommen wir hier durch. Oh, es ist schon wirklich, also die Atmosphäre, die der Typ hier schafft in dem Game, ist einfach unklar. Die ist wirklich übel. Nein, klopf doch nicht an. Ne. Bringt aber ohne Spaß jetzt einfach. Oh, oh nein, er hat aufgemacht. Oh, er hat aufgemacht. Nein. Hi. Hi. Ich würde gerne ein paar Kekse verkaufen. Find the room with light. On the second floor. Ja, so ging es in der Demo auch schon. Okay. Ah, was ist denn bitte? Kann ich würde ja nur aufzoomen. Was sehe ich denn da vorne? Was ist das? Eine Puppe? Oh Gott! Oh Gott! Schlimm! Und ich möchte mal an der Stelle bitte vermelden, irgendwie, oder vermerken auch irgendwie, das ist zwar jetzt selbst auferlegtes Schicksal, aber warum muss ich immer diese gruselige Scheiße spielen? Ich finde, Benny sollte auch mal wieder ein bisschen richtig gruselige Zeug spielen. Seid ihr dafür, Chat? Schreibt's mal hin, damit er doch liest, der Benny. Hallo? Ja. Ja, das Schlimme ist, er kann mich nicht mehr wirklich an die Jumpscares ein. Warum hat man so eine Bilder am Haus? Schlimm. Oh Gott, das, oh Gott. Also, ich hätte nicht die Eier als Kind. Ich hätte auch die Eier nicht als Erwachsener. Erzählen zu ihnen. Und erstmal zu klingeln vorher. So, okay, hier kommen wir nicht durch. Da müssen wir doch hier irgendwo lang. So, Benny muss schon mal Dark Souls leiden. Ja, ja, aber das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist auch schlimm, aber anders schlimm. So. Also als erstes, du machst das ganz toll, Steve, ja. Und wir sind hier alle sehr dankbar, dass du dir das antust. Ja, das ist lieb von dir, Jojo, dass du das sagst. Aber ich finde, Benny sollte sich auch mal solche Sachen. Oh. Du kannst gerade mal hier über die Arbeitsplatte so kleben, das ist halt fürchterlich. So, das ist aber, wir kommen jetzt nicht weiter. Tatsächlich, wir kommen nicht weiter nach oben. Wir können ja mal probieren, ich
bin der Meinung, ich bin in der Demo hinten ins Haus reingekommen. Oh Gott, das ist ein unheimlicher Hinterhof hier. Ach, schön, schön. Oh Gott, Alter. Oh, ein Karussell mit Handschellen dran. Ist das schön, ist das schön. Schön. Okay, hier haben wir eine Hintertür. Vielleicht ist das der Weg. Hier nochmal schnell um die Ecke. Nein. Oh, Augen brennen ein bisschen. Aha. Aha. Okay, alles klar. Find a room with a light on the second floor. Okay. Das ist also der Weg rein. Da geht die Treppe hoch. Oh, oh Gott. Ich bin mir gerade vor dem ollen Bild erschrocken. Ey. Oh Mann. So, hier ist der Schrank. Dahinter ist das Wohnzimmer. Tatsächlich hatte ich letztens ebenfalls ein Spiel mit dem Haus, war der gleiche Aufbau. Ja, das ist halt auch so ein Baukastensystem. Ich verlaufe mich tatsächlich relativ häufig in dieser Art von Haus. Ja, also. Bitte, 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 sei mir nicht böse, wenn ich mich hier verlaufe. Oh, Schwarzlicht. Ach du Scheiße. Ach du Schande, ey. So, und ich bin der Meinung, hier. Vorne war die Tür oder beziehungsweise das Zimmer, wo das Licht an ist. Oder wartet. Ach Gott, wer klopft hier? Ach nee, ist ein Bad. Oh. Ey, wie kann man denn wirklich als Kind, wie kann man denn so eine Fehlentscheidung treffen? Schön. Pennt. Oh. Und die. Oh. Na, das war die Puppe. Das war die Puppe. Oh, bin dagegen. Oh, shit. Und das Schlimme ist, es wird ja erst schlimm. Es wird ja erst schlimm. Umschmeißen. Das ist aber ein hübsches. Das ist aber ein hübsches Bild. Oh ja, einfach hell gemacht. Einfach hell gemacht. Oh, das ist wie so ein Honeypot hier. Einfach eine Falle. Alles riecht nach Falle. I've been waiting for you, Armin. Oh nee. Oh nee, bitte nicht. Oh nee, bitte nicht. Okay. What a disgusting smell. Ja, was für ein widerlicher Geruch kommt von der Tür. Hinter der Tür. Ah! Ich geh weg. Nein, alles ist zu, alles ist. Ah, komm, hör auf. Was ist das hier? Look like half a key. Oh Gott, noch ein halber Schlüssel. Das ist doch schon mal ein halber Schlüssel. Schön. Hab ich ein Menü? Nee. Oh Gott. Alter! There must be a problem with the electricity. It's time to go. Ja, es ist definitiv time to go. Absolut time to go. Absolut. Soll ich nochmal gucken? Ich guck nochmal schnell. Na. Na. Ja, ist schon klar, dass wir jetzt nicht mehr rauskommen, oder? Das ist eigentlich ist wahrscheinlich eben klar. Ah. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Oh. Oh Mann. Oh nein. Oh, das ist ja eine Puppe.
looks like a marker on the door. Lift here. Was? But where's nowhere to be found? What? What? Was? Oh Gott! Ja, hast halt einen Ball. Komm. Lass mich bloß in Ruhe. Ein Ritual, so ein DM-Ritual durchgezogen, irgendwie Waschtasche, Weichspüler und da drüben noch ein paar Q-Tipps. Ah, Mann! Das haben wir wirklich von dieser blöden Puppe erschrocken nochmal. Was ist alles passiert? Wer bist denn du? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mische raus. Ich gehe raus. Guckt ihr jetzt anders? Hat ihr jetzt anders geguckt? Mir stehen die Haare zu Berge. Mir stehen wirklich hier die Haare zu Berge. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Kann ich hier nochmal rennen? Nein, ich möchte hier auch nicht eigentlich rennen. So, da hinten ist die Tür zugenagelt. Ich gehe einfach raus. Ach, als wenn das noch gehen würde. Aber wir wissen es doch besser. Mann. Mann, nee. Oh! Oh! Das, okay! Das kommt jetzt unerwartet! Na, dann bin ich doch weg. Dann bin ich doch sowas von weg. Aber irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Kein. Nein! Noch nicht gehen. Ich habe meine Mütze drin gelassen. Meine Mutter bringt mich um, wenn ich ohne Mütze wiederkomme. Das lässt sich schwer vermitteln jetzt. Irgendwie, warum der Junge jetzt wieder ringiert. Ach, Mann. Wegen der Mütze. Gebt euch das doch mal. Wegen der Mütze. Da wird Mutti sagen, ja, gut, Armin, dass du nochmal reingegangen bist, wegen deiner Mütze. Ansonsten wäre auch schlimm. So, schön. Das war jetzt im Wohnzimmer, ne? Und der Schrank ist weg. Schön, hat ihn aufgeräumt, wunderbar. Jetzt wird's ja schlimm. Ah, come on. Oh, die Taschenlampe kackt so ab. Die ist so scheiße. Oh, Freakspiel. Ja, lacht er oder heult es? Ich hab keine Ahnung, Mutti. Ich weiß es nicht. Scheiß auf die Mütze. Ich würde versuchen, mal hinten rauszukommen. Aber ich mal uns da nicht viel Erfolg aus. Irgendwie Erfolgschancen. Ach, warum? Na, aber wegen zeigt mir eine Mütze. Scheiße, Alter. Also wegen der Mütze. Wegen der Mütze. Da könnte ich mich aufregen. Könnte ich mich aufregen. Was liegen denn hier überhaupt für Bücher? Eyes Wide Open. Na, klingt nach einer Selbstfindungstheorie. Okay. Schön. Schön. So,
So, okay. Jetzt können wir mal den Stuhl wegnehmen. Dann können wir nämlich hier durch. Das ist ganz gut. Nicht, dass ich das unbedingt will, aber... Wir müssen ja wahrscheinlich... Oh je. Oh je. So, Vordertür. Ist zu, Ina. Ist mit Ketten verschlossen. Wie schön. Wie schön. Schau. Ganz, ganz toll. Okay. Ah, schön. Das sieht nach einem Code aus. Okay, Alok. My bunny had a similar label. Good thing. Oh! Das ist ja interessant. Okay. Und der Schrank ist weg. Ja. Heißt also, wir müssen an der hinteren Treppe runter. Ist schön, dass es hier auch zwei Treppen gibt. Das Was ist denn für ein Geräusch? Das ist doch jetzt kein Kratzen oder irgend so was, ne? Das ist doch irgendwie, das klingt doch irgendwie anders, als wenn man irgendwas abzieht oder irgendwas. Kann ich jetzt hier hin? Nope. Na egal. Gehen wir mal weiter. Wer weiß, was passiert. So, hinten ist aber noch zugenagelt. Finden wir hier vorne noch irgendetwas? Ich bin hier vorhin bloß so reingeschlendert, schnell. Ja, schön. Ein paar Thermoskannen. Wunderbar. Der Kamin. Ein Kamin. Lass uns doch mal kurz was gucken. Finden wir etwas im Kamin? Ah, das wird der Schlüsselteil. Das sieht mir sehr fragil aus, diese kleine Plastikbrücke da in der Mitte. Aber wir probieren es mal. Okay. Also wie gesagt, der Typ macht mit Sound so viel. Oh! Oh, ist das finster! Oh, come on! Maske auf, was? Gib nochmal die Eule. Oh nein, er will sie mir nicht geben. Willst du was zu essen dafür? Oh Gott, du armer Kerl. You hungry? About bring some food. Ja, alles klar, Mann. Soll ich? Now can't eat. My hair start to fall out and the skin began to rot. Leute, es soll keiner sagen, ich habe euch nicht gewarnt. Ich sagte, es wird heftig und es wird heftig. Es ist heftig. I blew my voice. And I was screaming for help. Because of he decided to sort my mouth. Oh, okay, alle klar, wir holen ihm mal was zu essen. What? Oh. Mann, ist so schlimm. Ja, das Schlimme ist, wir müssen sowieso zur Küche. Ey, tut mir mal nicht fallen, also das, wenn das ein Video wert ist, geclippt zu werden, dann macht mal hier ein paar Clips jetzt bitte, irgendwie. Also diese, ich werde hier, oh Gott. Also das krieg ich hier nicht würdevoll über die Bühne hier. Ich
komme ich immer noch nicht weiter hin. Eigentlich müsste ich nach unten. Aber ich gehe mal hier hin. Ha! Oh. Okay, ich gehe nach unten. Ist ja ein roter Zettel hier. Now I'm alone, but I keep hearing stomping at night and even louder. That has been absent from this house for so long. Okay. Oh, also. Mann! Ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist. Ditte oder Dark Souls? Ich weiß es gerade nicht. Weiß ich nicht. So. Wollen wir erstmal gucken, wo das Licht ist? Wollen wir erstmal Hasi holen oder wollen wir erstmal. Wir holen erstmal was zu essen, wa? Vielleicht. Für den kleinen Timmy da oben. Wenn die Marschleute hier keinen Mund hat. Was ist denn das ekelhaftet? Für ein Bier mitbringen? Okay. Ich konnte jetzt auch nicht nehmen, ne? Irgendwie, oder? Nee. Nee, tatsächlich nicht. Vielleicht mal kippen. Oh, Igitt. Was ist denn das? Kann man hier was mitnehmen? Ah, okay. Alles klar. Gut, jetzt haben wir hier so eine Schale mit irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das war. Wen hoch. Timmy, komm, ich bring Essen mit, Mann! Kumpel! Was ist. Ich weiß nicht, was diese Quietsche sein soll. Ach, komm! Mann, nee, er hat's nicht geschafft. Er hat's nicht geschafft. Lesen irgendwie The Great Future for Yourself. Okay, also wir haben halt die erste Marke. You're a good ballerina. You have a great future. Take care of yourself. Okay, scheinbar müssen wir die erstmal unten einsetzen. Und das machen wir jetzt mal. Wo? Was ist denn das über für ein Buchstabe? Ah, okay, er macht's von alleine. Gut, 4 Stück fehlen noch. Na, das ist doch ein Klacks. Nicht. Oh. Ja, wie gesagt. NVBA ist einfach der absolute Großmeister für mich. So, dann gehen wir doch mal. Du hast doch die Wahl zwischen geblendet und ja, nicht sehen. Ja. Na, Hasi? It's a trap. Okay, wir haben ein A. Und die Tür ist plötzlich offen. Happy Birthday from your neighbor across the street. Ah, schön, schön, schön. Ich habe gerade ein tiefes Hecheln gehört. Ich finde das beunruhigend. Oh! Oh nein, das ist doch Timmy! Mann, Kumpel! Timmy, ich hab dir doch was zu essen gebracht! Warte! Timmy, warte! Oh, Timmy, lock mich nicht in eine Falle jetzt! Na! Timmy? Oi, Timmy ist ins OP-Zimmer. Ah. Ah. Ah, come on. Ah.
Ja, was haben wir überhaupt an? Das sieht nach einem Erwachsenen aus. Ist das der Irre? Ich möchte ihm nicht so nahe kommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Nein, 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 nein. Ey, bitte greif nicht nach mir oder irgendwas. Der hängt doch nicht wirklich. Der tut doch nur so. Oh. At this point I went too far. Atriala was too real. It seemed to me that he started his life, her own life. I found a dead boy's toy in the trash and I'm sure it was she. I put it over the TV so now one would get it. I began to be afraid of her. I constantly felt that she was standing behind me, watching me, breathing in my back. Her lack of heart made her dangerous. Bär. Warte mal, war hier noch so ein... Nee, war nicht. So, wenn ich mich jetzt umdrehe. Ist A der Typ hinter mir? B, er ist nicht mehr da? Oder C, Benny steht mit einem Strauß Blumen da? So, ja, na, oh nee, er ist aber noch da. Okay. Cool. Cool, cool. Lass mich einfach vorbei. Alles wird gut. Ich geh einfach. Ich geh einfach. Did the neighbor put a toy on a shelf about the TV? Ja, na was? Wahrscheinlich. Ah, jetzt komme ich hier schon wieder nicht mehr runter. So, hier hinten ist immer noch zugenagelt. Kommen wir immer noch nie rein. Hier war ja der Badezimmer, genau. War hier eigentlich jetzt irgendwas... Haben wir hier schon irgendwas gefunden? Nee, ne? Nö. Ah, die Blumen hätte ich auch. Ja. Ja. Klar. Ah, schön, schön. Ah! Bist du ein Fixer, Alter? So ein blöder. Blöder, der Boss. Ah, Mann, hau ab. Warum qualmt jetzt hier? Warum raucht das hier? Habe ich jetzt irgendwie. Nee, ich habe auch nichts gefunden, ne? Mach deine Tür auf! So, und dann suchen wir nochmal das Shelf im TV-Raum. So, da brauchen wir noch bestimmt irgendeinen Stuhl oder irgendwas, um da ranzukommen. Na, da oben steht das Ding. So, lass mich raten. Küche, Klo, irgendwas. Ah, die Tür ist aber noch zu. Ist interessant tatsächlich, dass hier jetzt auch die. Die Architektur, Kent Richard, have to get a chair. Dass sie ja tatsächlich auch den Grundriss des Hauses jetzt noch verändern. Als wenn das nicht schon irritierend genug ist hier, der Scheiß. Ja, aber wie komme ich jetzt? Achso, hier vorne. Vorausgesetzt, wir kommen hier in die Küche. Ja, weil es jetzt schön dunkel dort ist. Und das Schlimme ist, kein Raum ist, egal ob du schon drin warst, kein Raum ist sicher. Was denn? Warum? 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 Warum wird die Musik so stressig? Na, mi, Momo. Dieses hier Wummer macht mich ganz kirre. Ja. Willkommen im Club. Jo, willkommen im Club. Ich nehme mir doch nur. Mach cool, schön, jetzt kommt man hier wieder raus. Ich nehme mir doch nur mein Stühlchen. Und warum ist jetzt hier rotes Licht? Ist ja nie gut, ne? Rotes Licht ist nie gut. So, kann ich jetzt hier hoch? Na? Hatte es doch gerade. Achso, ich hab schon. You were lucky to be born with such a pretty face. Take this toy from me. No. Und irgendetwas Schreckliches wird geschehen. Ihr seht, ich bin schon so durch, ich fange schon an zu singen jetzt. Oh, Licht ist wieder an. Wunderbar. Schön. Was? Valia? Ich muss den
noch sortiere. Na, nee, ja. No, 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 no. Ist der Timmy? Ist der Timmy? Das ist wieder ein anderer Junge, ne? Wer bist du? Oh, er ist schnell. So, sollen wir ihn jetzt folgen? Ich denke ja, ne? Auf jeden anderen Anhaltspunkt haben wir gerade nicht, ne? Ja, er steht auf der Treppe. Keller sind wir auch noch nicht reingekommen. Aber ich glaube, wir sollen den Jungen folgen. Ist ja nicht so, dass er uns jetzt in eine schöne Falle lockt oder irgend so weiter. Ey, Mann, ich kann nicht immer so eine Scheiße spielen. Oh. So, hier haben wir jetzt... Ach, schön. Guck doch mal die ganzen vielen Doppelstockbetten an hier. Spricht das nicht Bände? Fürchterlich ist das. Ein ganz fürchterliches Spiel. Wirklich. So, hier haben wir eine. Ich bin bei dir, Timmy. Ich kick nur ganz schnell. Ach, schön, ja. Und der Böse war, kommt hier in die Folterkiste. Uff, ach, Leute, Alter. Leute. Was ist das mit Kindern, ey? Kumpel? Katzi. Hey, Aaron. Have you seen a white toy here? Like a monkey. Okay, wer bist du? Wo kommst du her? I tried to help you. Just please tell me what's going on here. I'm Max. We know all about you. We've been watching you. We've been waiting for a long time. Time is dragging on very slowly here. It's cold and scary. I have been searching for this toy for a long time, but I haven't found anything. The Dollmaker hated to punish me. Ja, was ist das für ein seltsames Schloss vor der Haupttür? Und wie ist es zu öffnen? The kids put the lock, so you wouldn't run away too soon. Instead of a key, each child used a label from their toys, given by the toy maker before we found ourselves here. Why don't you all want to let me out? What do you all want to do with me? You are our salvation. It is not finished yet. The doll maker made the doll from our best body parts, but he didn't have time to insert the heart. But it's okay. Soon it will tear out your heart and become kind, and we all will finally rest in peace. Oh, meine Mutti und mein Papa warten auf mich zu Hause. Lebendig! Sid lost the toy. Dann lass mich dein verlorenes Spielzeug finden. That would be great. The camera that the doll maker built into the toy will help you find it. He used cameras to watch the children and select the best. You will find access to the cameras on this tablet. Nein. 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 Nein, 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 nein. Ich möchte, nein, jetzt nur noch Nachtsicht. Nein. Oder was? Los, Hicken. Was denn nur für eine Scheiße? Soll ich jetzt die Säcke ausmachen? Nee, oh Gott. Okay, wir haben jetzt ein Bild. Das sieht aus wie ein Sarg, ne? Irgendwie, wo ein Kind drin liegt. Und
der Sarg war doch hier. Und da ist die Arschlochpuppe wieder. Plötzlich. Oh, warte mal, da unten ist jetzt auch noch eins. Max. Okay. Ach Gott, nee, wir sollen jetzt. Das sind jetzt die Kinder, Alter. Rinner. Rinner und Max. Oh Gott. Wo sind denn. Ah, jetzt sind die. Oh, die Särge sind jetzt weg. So, hier ist Licht, wo Kind sein sollte. Okay. Nach was sieht das aus? Also für. Naja, für den Sack ist es doch relativ breit, ne? Das könnte auch ein Schrank sein. Heißt ja nicht, dass die Perspektive stimmen muss, aber kann ja sein, dass es nach oben gefilmt ist. Scheiße, ey. Okay, hier ist. Ne, hier war die ganze Zeit offen. Hier hinten sind wir noch zu. Okay, also ich würde jetzt erstmal nach einem großen Schrank suchen, oder? Was sagt ihr? Nach was sieht das für euch aus? Der Typ lebt noch. Der lebt noch. Gut, nehmen wir mal runter. Na Leute, seid ihr noch mit mir oder habt ihr euch schon ausgeklinkt? Na? Licht. Licht heißt ja immer. Oh Gott. Die Tafel ist gedeckt. Ah, nein. Und hier müssen wir alle versammeln nachher, oder was? Nein. Möchte das nicht. Möchte das nicht. Dumme. Also Dumme. Standruhe. Ah, hier vorne war auch noch so ein Wandschrank. Vielleicht hier. Hier vorne im Flur. Hier vorne. Das ist hier draus. Da haben wir so ein Kuscheltier. Da haben wir das Kuscheltier. Das ist quasi das von dem kleinen Bengel? Ah, nee, wir haben hier eine neue Marke. I hope this toy will bring you happiness. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht bringt es uns die Freiheit. Oder ein Stück näher an die Freiheit. Mann, das ist so schlimm. Das ist so schlimm, das Spiel. So, warte mal, jetzt ist das Telefon weg. Ganz blöde, ich hab jetzt diesen Hasen. Irgendwie soll ich jetzt mit dem Hasen hoch und ihm den nehmen, aber den Hasen halt dann. Ich hab ja bloß die Marke von ihm gekriegt. Und ich habe jetzt auch dieses ominöse Tablet nicht mehr.
Hase ist auch weg. Gehen wir nach oben hin? Gehen wir nach oben. Ah, okay, er hängt noch. Okay, er ist weg. Okay, er ist weg. Was hat mir das denn jetzt gebracht, bitte, mit der anderen irgendwie, mit dem anderen Kind, was man irgendwo eingesperrt gesehen hat? Hä? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Schlimm ist, wir waren nur noch nicht im Keller. Und der Keller ist offen. Ah. Warum? Mann, warum muss ich es aussprechen? Warum? Wieso? Ah, ey, so ein scheiß Grusel, Geisterkinder, Kidnapperhaus irgendwie ist ja schon scheiß genug, aber der Keller davon, das musst du doch nur wirklich gar nicht sehen. Oh je. Oh je. Die Filter ändert sich schon. So, jetzt haben wir mal zu lesen. Didn't have any friends when I was a kid. I tried to replace them with toys, but they weren't as lively. I made my first toy out of a dismembered cat. It wasn't like the others. It had a soul. Soon I made toys out of a bird, a dog, and even a man who was hit by a car. I gave them a better life. Couldn't stand in one place. I wanted something more. That's how my latest project, Mortalia, was born. Ja! Na, wie. So, und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, das dritte Wort, das was nämlich oben an der Tür steht. Europalette. So, Spaten. Sag dir mal, kann ich den möchte den nehmen, bitte. Können wir jetzt nach Hause, bitte? Ich würde auch gerne nach Hause. Das ist jetzt hier nicht mein Place to be, muss ich sagen. Nein, ach, leck mich doch. Ach. Schön. Ah, schön, schön, schön. Merkt euch mal dieses Bild, ihr Lieben. Ja? Und achtet mal bitte darauf, dass morgen um 12 Uhr ein Video kommt. Nur mal so am Rande. There must be a shovel in the basement. Mann, ich hab doch gerade die Schaufel gehabt. Ich hab doch gerade die Schaufel. Nein, nein, oh nein, das ist ein Kratzen am Sarg. Das ist die Kamera, es ist doch ein Sarg. Und die kratzt von innen am Sarg. Leute, die kratzt von innen am Sarg. Oh, warte. Ich hol dich raus. Oh. Ach, scheiße. Take care of your wonderful eyes. Let this toy be a reminder from me. Wieder ausgebuddelt. Können wir jetzt nach Hause? Ich möchte einfach nur nach Hause jetzt. Reicht mir jetzt. Wie die Faxen dicke. Oh Gott, oh Gott.
Oh Gott, die ganzen Kinder. Oh. Ich komme sehr viel. Brich ins Mikro. Mann, wieso denn zur Hölle? Nochmal. So, dann rindet er. Können wir jetzt hier, mach die Scheiße jetzt hier weg. Ich bin raus. Und wenn der jetzt rumheult, dass sein Hase da drin liegt, ist mir das scheißegal. Oh. Oh Gott, Gott, Gott. It was a month after I got out. But every dream takes me back to this awful house. Oh, also da will ja ganz schnell mal Mutti und Papa auf den Sack gehen, dass wir umziehen. Aber so richtig schnell. The realization that I can't change anything is driving me crazy. Wir haben noch nicht verstanden, genug oder was? Nein! Oh nein! Boah, so instant rausgeschmissen aus dem Spiel, Alter. Ja, ihr Lieben, das war Nunchild Street. Es war fürchterlich, es war schrecklich. Irgendwie, bitte lasst einen Daumen nach oben da und bitte schreibt es in die Kommentare, ob es euch genauso mies ging wie mir. Und ey, wenn ein Video es wert war, ein Abo dazulassen, dann wohl bitte das. Bitte helft dem Kanal zu wachsen und seid mit mir und seid mit Benny, wenn es zum nächsten Projekt geht. Bis dahin. Ciao, ciao.